Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr mit dabei seid, heute zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ich bin heute an der Odenbacher Kempe und möchte euch ein bisschen was über, ich glaube, Fotografie erzählen. Tipps, die ich gerne, glaube ich, gehabt hätte, wenn ich angefangen hätte, als ich angefangen habe. Und einige davon wurden mir mitgegeben, andere musste ich mir leider teilweise auch recht teuer erarbeiten. Und darum soll es heute gehen. Mehr dazu nach der Intro. Schön, dass ihr dran geblieben seid heute. Zwischendurch regnet es immer wieder, die Sonne kommt auch mal raus, jetzt kommt wieder gerade die Sonne raus, es ist ein ganz herrlicher Tag. Ich bin heute in der Odenbacher Kempe, aber an und für sich weniger zum Fotografieren, sondern ich möchte euch ein paar Tipps geben, die ich, glaube ich, ganz gerne gehabt hätte, als ich angefangen habe zu fotografieren. Ein Teil davon habe ich sicherlich auch bekommen, andere Sachen musste ich mir erarbeiten oder auch teuer bezahlen. Und ich dachte mir, interessiert euch vielleicht, was das ist, und vielleicht macht euch das Leben auch leichter. Vielleicht habt ihr dann auch einfach mehr Freude an der Fotografie. Bleibt dran, ich werde hier also so lang schlendern immer wieder, zeige euch dann zwischendurch auch mal so ein bisschen die Gegend, die hier ist. Und zwischendurch kommen dann immer wieder ein paar Tipps. Es ist so herrlich schön hier, diese Ruhe. Die Vögel, die da sind, hier kann man richtig genießen, entspannen und sich einfach freuen. Ja, einer der ersten Tipps, die ich habe, ich habe früher auch immer gedacht, die beste Kamera, das beste Objektiv, damit machst du die besten Aufnahmen. Ich muss euch leider sagen, das ist nicht so. Ich habe eine ganze Menge Kameras bisher gehabt und werde wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge haben. Von digitalen, aber auch eine ganze Menge analogen. Meine letzte analoge, die ich hatte, war die F5 von Nikon. Tolle Kamera mit unheimlich schönen Objektiven dabei. Die Objektive nutze ich teilweise heute noch. So viel zum Thema, es muss immer was Neues sein, muss es eben nicht. Von den digitalen habe ich auch schon eine ganze Menge gehabt und ich mache jetzt viel mit der Z50, ist eine APS-C-Kamera, sicherlich nicht das Topmodell von Nikon, aber so für Hobby, privat, perfekt, muss ich ganz ehrlich sagen, klasse, reicht dafür vollkommen aus. Die D850, die habe ich eher, wenn ich Aufträge habe, dann nehme ich eher die D850, ansonsten mag ich auch gerne die kleine Kamera. Ja, warum bin ich davon so ab, dass ich sage, es muss immer das Neueste sein? Oder warum muss es nicht das Neueste sein? Ich denke, es ist ziemlich egal, welche Kamera man hat. Es kommt viel mehr darauf an, dass man weiß, was man tut mit dem, was man hat. Denn was bringen mir über 90 Megapixel pro Bild, wenn ich nicht weiß, wie ich das Ganze umsetzen soll? Ich muss die Kamera kennenlernen, ich muss wissen, wie man eine Kamera bedient, ich muss wissen, was gibt es sonst noch für Sachen, die wichtig sind an der Kamera. Ich will jetzt nicht sagen, eine neue, schöne Kamera hilft einem nicht bei der Fotografie. Sie hilft einem bedingt natürlich schon. Es macht einfach Freude, mit einer neuen Kamera zu fotografieren. Und diese Freude, die braucht man natürlich auch, um Fotos zu machen. Also wenn man wieder mal einen Motivationsschub braucht, ist das sicherlich ein Aspekt, den man in Betracht ziehen kann. Aber es ist sicherlich nicht alles. Du kannst mit einer älteren Kamera, mit einem Smartphone, mit einer APS-C-Kamera, mit einer Vollformatkamera, Systemkameras, alles was es so gibt, fantastische Aufnahmen machen. Oftmals ist es einfach nur, dass man etwas haben möchte. Das ist natürlich auch legitim.
Ja, ich werde hier mal so ein bisschen weiter schlendern und mal überlegen, was ich euch als nächstes sage. Also bleibt dran. Die Spiegelungen, die hier in dem Wasser sind und diese leichten Regentropfen, die ab und zu kommen, muss ganz ehrlich sagen, ich genieße es einfach. Es holt einen hier so richtig runter, man entspannt, man kann Freude haben an dem, was man tut. Und das ist ganz wichtig. Ja, jetzt habe ich euch gerade gesagt, die Kamera ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Und da hinten, da heben gerade ein paar Gänse ab. Ich glaube, ihr werdet sie nur hören, nicht sehen, aber es ist ein wirklich schönes Naturschutzgebiet hier. Ja, viel wichtiger als die neueste Kamera zu haben, ist an und für sich die Kamera, die man hat, zu verstehen und zu kennen. Und zwar meine ich das jetzt in dem Sinne, Kameras haben Unmengen von Funktionen. Und diese Funktionen, die sollte man an und für sich blind bedienen können. Man sollte zu jeder Zeit wissen, was muss ich machen, um irgendeine Einstellung zu bekommen. Wo muss ich drücken, welcher Knopf ist was. Die Kamera ist, die Bedienung der Kamera ist viel wichtiger als die Kamera selbst. Das ist ein ganz entscheidendes Thema. Viele Leute haben Top-Kameras und sind eigentlich nicht in der Lage, diese tollen Kameras zu bedienen. Ich sehe das sehr, sehr häufig in meinen Kamerakursen, die ich auch anbiete, dass Leute mit Top-Kameras kommen und dann aber das Richtige machen. Sie überlegen sich nämlich, wie muss ich diese Kameras denn bedienen? Denn nur so kann ich auch ein schönes Foto machen. Also wie gesagt, Kamerabedienung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Nehmt euch die Zeit dafür, studiert die Gebrauchsanweisung und übt. Probiert auch mal was im Dunkeln zu machen, weil im Dunkeln bedient sich eine Kamera wieder ganz anders als im Hellen. Das sind alles so Sachen, die sind schon wichtig. Dann ein weiterer wichtiger Punkt, das ist ja so schön, ich muss immer wieder gucken, es tut mir leid. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Motivsuche, dass man wirklich mal guckt, was möchte ich eigentlich für ein Motiv haben. Einfach immer nur einen Weitwinkel drauf machen, irgendwas zu fotografieren, ist relativ einfach, aber oftmals ist weniger mehr. Das heißt, man sollte sich wirklich überlegen, was möchte ich fotografieren. Und dabei hilft dem Motiv oder dem Foto einen Namen geben. Dass man sich einfach überlegt, wie könnte die Unterschrift zu diesem Bild sein. Und dann fängt man schon an und sortiert das Foto ein bisschen mehr und sortiert es anders aus. Das macht schon eine Menge aus. Ich habe das früher auch nie gemacht, ist aber wirklich hilfreich mittlerweile, dass man sich überlegt, was möchte ich machen. Auch ein Thema und vor allen Dingen das Foto dann auch machen. Ein weiterer Aspekt, der ist nicht zu vernachlässigen. Geht einfach mit Freude raus. Wenn es euch Spaß macht zu fotografieren, entstehen auch schönere Fotos. Ihr müsst einfach Freude haben. Wenn ihr nicht gut drauf seid, wenn ihr viel zu gestresst seid, dann lasst das mit dem Fotografieren, das hat keinen Sinn. Geht mit Freude raus, entspannt euch dabei. Teilweise ist so, ich gehe raus und wenn es nicht gerade ein Auftrag ist, dann muss ich. Aber ansonsten, wenn ich so rausgehe für mich, just for fun, dann ist es oft so, dass ich rausgehe, um mich zu entspannen. Das heißt, ich gehe erstmal, gucke mir die Landschaft an, wie ich das jetzt auch mache. Es ist so schön hier und das bringt einen runter. Man kommt einfach zurück, man entledigt sich von dem ganzen Stress. Und in dem Moment, wenn man das gemacht hat, kann man wunderbar auch
ein Foto finden und auch ein Foto machen. Kann ich euch nur empfehlen, sehr, sehr sinnvoll. Ja, ich habe von den Grundlagen gesprochen. Die Grundlagen sind ganz entscheidend und zu den Grundlagen zählt natürlich auch das Belichtungsdreieck. ISO, Blende und Zeit. Mit der ISO mache ich das Bild im Grunde genommen heller und dunkler. Auf dem Sensor, ganz einfach gesagt, ist nicht ganz so, weil ich ändere ja die Empfindlichkeit. Aber ganz simpel einfach, mit der Blende geht es einfach darum, wie viel Licht kommt da rein. Und je mehr Licht da reinkommt, je heller wird mein Bild und je weniger Tiefenschärfe habe ich, ganz entscheidend. Und die Zeit ist wichtig. Wie lange wird denn belichtet? Und diese Zusammenhänge, die muss man verstehen. Wenn man das auch drauf hat, dann wird es einfach relativ einfach. Dann kann man auch aus dem Automatikmodus mal rausgehen und selber ein bisschen probieren. Und dann fängt das auch an, richtig Spaß zu machen. Das sind so, sagen, ja, ein bisschen probieren, das Dreieck kennenlernen. Mit diesem Dreieck mal spielen, herrlich. Oftmals geht es auch gar nicht darum, immer das super Motiv zu haben. Ich glaube, manchmal muss man einfach rausgehen und auch ein Erinnerungsfoto machen. Warum muss es immer das super Motiv sein? Ja klar, jeder ist auf der Suche nach dem Top-Motiv, aber muss es das wirklich immer sein? Geht doch einfach raus und habt Freude. Fotografiert auch mal, just for fun, den Himmel. Wenn er schön ist, fotografiert ihn und erfreut euch dran. Es muss nicht immer das Top-Motiv sein. Und manchmal ist es sogar so, dass man gerade diese Fotos sehr gerne ansieht, weil es Erinnerungen sind. Erinnerungen sind auch ganz wichtig. Fotografiert die einfach. Ja, jetzt bin ich fast schon am Ende angekommen zu meinen Überlegungen und da bleibt mir eigentlich nur noch die Grundlagen der Fotografie kennenzulernen. Auch die sind wichtig. Machen nicht alles aus, aber machen eine Menge aus. Das ist zum Beispiel der goldene Schnitt, ein ganz wichtiges Thema. Licht klingt immer so simpel, dass das Licht ist das, was immer da ist. Auch hier, guckt euch das an, es ist einfach heute herrlich, die Sonne kommt ab und zu raus, es ist dann wieder bewölkt. Bei bewölktem Himmel hat man den größten Diffuser, den man sich vorstellen kann. Damit das weicheste Licht, was man sich denken kann. Diese Sachen kennenlernen, ganz wichtig. Ich habe es schon gesagt, der goldene Schnitt ist wichtig. Einige Regeln, Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund ist zu beachten. Unschärfe, mit der Unschärfe spielen. Das sind alles Punkte, die sind nicht zu vernachlässigen und ganz, ganz wichtig. Thank you.
Ja, jetzt bin ich auch schon am Ende von meinen Überlegungen. Ich glaube, das waren noch lange nicht alle, aber es war ein Großteil von dem, was ich euch sagen wollte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ihr wisst, ich biete auch Kurse an oder Workshops, Seminare zu Fotografie, zu allen möglichen Sachen, was Fotografie betrifft. Und die Grundlagen und genau das, was ich euch jetzt auch so ein bisschen erzählt habe, das wird in diesen Kursen, in diesen Seminaren vertieft. Guckt mal auf meine Seite. Ich verlinke unten auch drauf, wo das ist. Und vielleicht sehen wir uns da ja mal. Wäre ganz schön. Wenn euch dieses Video jetzt gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt dafür. Mir hat Spaß gemacht, hier an der Odenbacher Kempe wieder mal lang zu laufen. Ich werde jetzt auch noch weitergehen und ja, diese herrliche Stimmung weiter genießen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr wissen wollt, wie es nächste Woche weitergeht, dann gebt mir vielleicht sogar ein Abo. Ansonsten, wenn ihr mir kein Abo gebt und es euch nicht gefallen hat, dann sagt mir einfach, warum es euch nicht gefallen hat, dann kann ich was daran ändern. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch nächste Woche wiedersehe zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Und bleibt gesund, euer Ingo.